Wie werde ich nur diese blöden Grübelgedanken los? Dieses ständig sich drehende Karussell aus negativen Gedanken, furchtbaren Zukunftsbefürchtungen, negativen Bewertungen, die sich einfach aufdrängen und immer wieder kommen. Wenn du dir diese Frage auch schon mal gestellt hast, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute gibt es die Fortsetzung von meinem Video über die Grübelgedanken und die Stoppsätze. Ich hatte damals 10 verschiedene Möglichkeiten aufgelistet, was man bei dieser Stopptechnik noch alles an diese Stopp dranhängen kann. Ja? Also es geht darum, wenn du dich dabei erwischt, dass du wieder diese völlig unproduktiven, vollautomatisierten negativen Gedankenschleifen hast, dass du dich dann mit einem lauten Stopp unterbrichst. Und damit das dann nicht eine Minute später wieder von vorne losgeht, kannst du dir Stoppsätze überlegen, die du an das Stopp dranhängst, die deine Gedanken und deinen Fokus sozusagen davon weglenken und umlenken und umswitchen, damit du gar nicht erst in die Versuchung kommst, wieder in das Negative zu rutschen. Und dazu gibt es heute 10 weitere Stoppsätze, sozusagen die Punkte 11 bis 20. Und wir legen direkt los. Punkt 1 heißt interessant. Das bedeutet, dass du, wenn du dich bei so einem Gedanken erwischt oder bei so einem Gefühl, was immer wieder kommt, was du nicht haben willst, dass du dann einfach für dich selber sagst, interessanter Gedanke, interessantes Gefühl, interessante Empfindung, die ich da habe. Also das funktioniert zum Beispiel bei solchen selbstabwertenden Gedanken. Ja? Wenn du im Alltag dich dabei erwischt, wie du schon wieder sagst, Mann, ey, was bin ich bescheuert? Warum habe ich das jetzt gemacht? Keine Ahnung, das hätte mir nicht passieren dürfen. Oder was denkt der jetzt von mir? Ja? Also solche, wenn du so kritisch mit dir selber bist, dann unterbrich dich und sag einfach, interessant. Interessanter Gedanke. Was macht dieses Wörtchen interessant? Es sorgt dafür, dass du in eine neutrale Beobachterposition wechselst. Ja, du verlässt dein inneres Drama, identifizierst dich nicht mehr mit deinen Gedanken, sondern beobachtest sie einfach nur. Also du gehst raus aus der Bewertung. Und das ist total wichtig, ja, dass du deine Gedanken anfängst zu bewerten, weil dann bist du sie nicht mehr. Du bist der Beobachter. Und an dem ist ja nichts auszusetzen. Der ist ja völlig in Ordnung. Ja. Du wechselst die Identität im Grunde dabei. So ein bisschen geht das auch in die Richtung, Punkt 2 heißt, wie heißt das Programm? Du machst dir also bewusst, dass da nur eine Software läuft, die veraltet ist. Ja? Also dieser Gedanke, der da immer wieder vollautomatisiert abläuft. Das ist ein Programm, dem du einen Titel geben kannst. Das betrifft nicht nur Grübelgedanken, sondern auch so Verhaltensmuster, die einprogrammiert sind, die immer wieder sich wiederholen, ohne dass du sie eigentlich willst, weil du weißt, dass sie nicht hilfreich sind. Also zum Beispiel sowas wie dieses Programm, wenn ich mich einsam fühle, dann muss ich zum Kühlschrank gehen. Oder wenn ich mich belohnen will. Oder dann muss ich zum Schnapsschrank gehen oder zum Süßigkeitenschrank, ja, was auch immer, bei so Süchten. Das ist auch ein altes Programm, was hier einfach einprogrammiert ist und wo du dir bewusst machen darfst, dass das ein Programm ist. Also gib dem Ganzen einen Titel, wie so eine Art Filmtitel. Ja, unterbrich dich dabei, sage Stopp und dann, wie heißt das Programm? Beispielsweise, wenn ich kritisiert werde, dann muss ich ein Schamgefühl fühlen. Das ist nicht gottgegebenes Schicksal, sondern es ist ein Programm. Und wenn du dir das bewusst machst, kannst du es ändern. Ja, das ist immer das Wichtigste. Oder zum Beispiel, das Programm heißt vielleicht, wenn ich morgens aufwache, muss ich sofort meine Angst vor dem Tag aktivieren. Oder sowas. Ja, oder solche Dinge. Unterbrich dich dabei, benenne den Filmtitel dieses Programms und entscheide dich neu. Entscheide dich, dieses Programm jetzt und hier zu ändern. Im Grunde genommen ist es auch nichts, wofür du dich irgendwie abwertend schämen musst oder irgendwas, sondern das ist genau das Gleiche wie, bevor ich abbiegen will, muss ich einen Blinker setzen, zum Beispiel. Das ist auch ein Programm, was hier einprogrammiert worden ist und was sinnvoll ist. Also prinzipiell ist dieser Mechanismus im Gehirn total sinnvoll. Ja, also passieren weniger Unfälle dadurch, dass wir uns am Auto angewöhnt, antrainiert haben, wir alle, uns anzuzeigen, in welche Richtung wir fahren wollen. Das ist einfach nur antrainiert. Du bist vielleicht 20, 25 Stunden in die Fahrschule gegangen, hast das immer wieder wiederholt und seitdem denkst du nicht mehr drüber nach. Es ist sehr energieeffizient fürs Gehirn.
Ja, und mehr ist das eigentlich nicht. Auch dieses Programm, ich gehe zum Kühlschrank oder ich schäme mich bei Kritik oder ich mache sonst was. Mach's dir bewusst, dann brauchst du dich weder dafür zu schämen, noch, also du kannst es dann ändern. Okay, Punkt 3 heißt altes oder neues Ich. Du stellst dir die Frage bei diesem Gedanken, bei dem du dich gerade erwischt hast, sagen wir mal, du hast den Gedanken, ich falle anderen zur Last. Dann frage dich, welcher Teil von mir denkt das gerade? Also denkt das der alte depressive Teil, den ich eigentlich nicht mehr füttern will? Oder denkt das der neue, gesunde Teil, in den ich mich verwandeln möchte? Mein neues Ich sozusagen, ja? Also stell dir solche Fragen wie, wenn du denkst, ich falle anderen eh nur zur Last, dann frage dich, wird dieser Gedanke mich und andere glücklich machen? Oder wird der meine Schwingung erhöhen? Oder entspricht der dieser höchsten Vision von mir selber, die ich habe, wenn ich mein neues Ich entwerfe? Wenn ich mich frage, ja, wie möchte ich sein? Wie ist denn mein neues Ich? Entspricht der Gedanke diesem neuen Ich? Wenn ja, wunderbar, wiederhol ihn. Wenn nicht, lass den Gedanken sein und sage dir immer wieder, stopp, ich werde nicht mehr mein altes Ich füttern, sondern ich möchte jetzt in mein neues Ich. Ich möchte nicht mehr zulassen, dass so ein Gedanke mich noch länger in meinem alten Ich gefangen hält. Das ist im Grunde das, worum es geht. Dazu gehört auch ein bisschen Punkt 4. Will ich in Zukunft mehr davon? Ist die Frage. Das haben wir, glaube ich, schon öfters auch besprochen in mehreren Videos, dass du dir also immer wieder bewusst machen darfst, dass du in deinem Alltag wie ein Bauer auf dem Feld bist. Du säst mit deinen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen deine Zukunft. Und genau das wirst du ernten. Ja? Also da machen wir uns einfach bewusst, alles ist Energie. Meine Gedanken sind auch Energie. Ich sende damit eine Energie aus. Und dementsprechend werde ich in der Zukunft genau diese Energie wieder zu mir zurückbekommen in Form von entsprechenden Erfahrungen, also Situationen, die mir wieder Grund geben, diesen Gedanken wieder zu denken und für die Wahrheit zu halten. Das ist eben diese Schleife. Und das unterbreche ich, indem ich mir das bewusst mache. Das, was ich jetzt denke, wird morgen zu meiner Realität. Will ich das oder will ich das nicht? Also die Frage heißt, will ich in Zukunft mehr davon? Und wenn nicht, zack, unterbrechen. Ja, also das verstärkt im Grunde noch dieses Stopp, indem du dir bewusst machst, was, naja, was die Konsequenz wäre, wenn du jetzt zulässt, dass dieser Gedanke dich immer wieder heimsucht. Ja, damit kriegst du einen stärkeren Willen, um wirklich zu sagen, stopp jetzt, Schluss damit, will ich nicht mehr. Okay, Punkt 5 heißt, wofür bin ich heute dankbar? Das ist ein Joker-Satz, der geht immer. Ja, also immer, wenn du deine Gedanken unterbrichst, umswitchen. Wenn du gar nicht weißt, was du stattdessen denken sollst, switche um auf Dankbarkeit, weil das geht immer. Also in so Situationen wie, wenn dir irgendwas nicht gelingt, das kann ich nicht, das geht nicht, hätte Fahrradkette, bla 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 bla, ja, also Reue und all sowas. Da kannst du wirklich sagen, stopp, wofür bin ich heute dankbar? Und dann zählst du drei Dinge mindestens auf, besser 10. Ja, das ist natürlich hilfreich, wenn du sowieso schon die Dankbarkeitsübungen machst, zum Beispiel abends vorm Schlafen 10 Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Dann fällt dir sofort irgendwas ein, weil du dir das schon antrainiert hast. Dafür ist das auch hilfreich. Ja, nur als Idee, wenn du deine Grübelgedanken unterbrichst, zack, sofort in Richtung Dankbarkeit. Weil ganz oft sind ja negative Grübelgedanken, entstehen die ja aus einem Gefühl von Mangel heraus. Ich habe etwas nicht, ich kann etwas nicht. Ja, das ist alles so, das hat diese Mangelenergie, aus der musst du raus. Und aus der kommst du raus, wenn du dir die Fülle in deinem Leben bewusst machst und dir klar machst, wofür bin ich heute dankbar? Und das löst dementsprechend natürlich wieder ein anderes Gefühl aus, nämlich ein Gefühl von Dankbarkeit. Der Punkt 6 heißt, öffnet dieser Gedanke neue Türen. Also bei solchen destruktiven Fragen, die du dir stellst, sowas wie, womit habe ich das verdient? Warum muss ich immer so leiden? Warum klappt das bei mir immer nicht? Warum ich? Bla bla, ja, also sowas. Stell dir diese Frage, öffnen diese Gedanken neue Türen für neue Möglichkeiten? Nee, du entlarvst dabei diese völlige Sinnlosigkeit und Destruktivität von diesen Gedanken und kannst dir stattdessen die Frage stellen, wie kann ich die Frage umformulieren, sodass sie mir neue Türen zu neuen Möglichkeiten öffnet? Wie müsste diese Türöffnerfrage heißen? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, wie kann es jetzt ganz leicht gehen? Wie kann es leichter werden?
Oder was ist noch möglich? Oder was, wenn es doch klappt? Oder was will ich wirklich? Was will ich stattdessen? Das sind alles konstruktive Fragen, die dich hinführen zu neuen Möglichkeiten. Und ja, also wenn dir eine destruktive Frage auffällt, stopp, öffnet diese Frage neue Türen. Nein, ändern, neuen Gedanken hinterher schicken. Immer wieder, das ist ein Training. Alter Gedanke, stopp, neuer Gedanke, hinterher schicken. Mehr nicht. Nicht bewerten. Nicht, oh, das ist so schlimm und der Alte kommt immer wieder. So what? Das ist normal. Ja? Also mach einfach dein Training, mach deine Übungen und dann wird es immer besser. Punkt 7 heißt, wo liegt das Missverständnis? Stell dir die Frage, was ist hier in Wirklichkeit ganz anders, was ich nur bis jetzt nicht verstehe? Das ist hilfreich bei solchen Gedanken wie, ja, wenn du, sagen wir mal, das Verhalten anderer Menschen interpretierst. Sowas wie, keine Ahnung, meine Freundin hat sich schon eine Woche nicht mehr gemeldet. Das heißt bestimmt, dass sie mich nicht mehr mag, dass sie keinen Kontakt mehr will, bla bla bla. In Wirklichkeit könnte es aber sein, dass sie einfach nur selber abgelenkt ist von ihrem Alltag und hat mit dir nichts zu tun. Ja, also das sind so typische Situationen, wenn du Dinge auf dich beziehst, die mit dir nichts zu tun haben. Ja, oder wenn jemand schlecht redet, dann redet der wegen ihm schlecht, nicht wegen dir. Ja, also das sind so Interpretationssachen. Oder, weiß ich nicht, mein Chef, der guckt heute so genervt. Bestimmt habe ich was falsch gemacht. Also vielleicht kennst du solche Gedanken oder so negative Zukunftsvisionen. Bestimmt passiert das und das jetzt. Da darfst du sagen, stopp, wo ist das Missverständnis? Wo habe ich hier eine falsche Schlussfolgerung gezogen, die mich Probleme sehen lässt, wo eigentlich keine sind? Und dann fragst du einfach, könnte es auch in Wirklichkeit ganz anders sein? Könnte es sein, dass derjenige das anders gemeint hat, dass es hier gar nicht um mich geht und solche Fragen? Punkt 8 heißt, ist das meins? Das ist eine gute Frage bei Glaubenssätzen, bei so allgemeinen Glaubenssätzen über das Leben. Da darfst du dir bewusst machen, dass ein großer Teil deiner Gedanken überhaupt nicht deine eigenen Gedanken sind, sondern übernommen. Von deinen Eltern, Lehrern, von deinem Partner, aus der Gesellschaft, von, keine Ahnung, Medien und so weiter. Ja? Also so Gedanken wie, ich komme niemals raus aus meiner Depression. Woher weißt du das? Bist du sicher? Stell dir mal die Frage, ist das deins? Oder könnte es sein, dass dir das eingeredet worden ist? In der Klinik, von Therapeuten, hört man ja immer wieder. Ja, oder eine Freundin, die auch schon seit 20 Jahren depressiv ist. Hat die dir vielleicht sowas gesagt? Überprüf das mal. Ist das meins? Und dann spür in deinen Körper rein. Wird das leicht oder schwer? Bei der Frage, ist das meins? Wenn es leicht wird, ist es nicht deins. Ja, und dadurch kannst du das ein bisschen auseinanderhalten. Oder so typische Glaubenssätze wie, die Welt ist kein Ponyhof. Oder die Welt ist ein gefährlicher Ort. Oder Menschen sind alle doof. Oder für Geld muss man hart arbeiten. Oder so blöde Sprüche. Hast du dir das selber ausgedacht? Nee. Das ist nicht deins, höchstwahrscheinlich nicht. Deswegen, ja, wenn dir solche Fragen, solche Glaubenssätze kommen als Gedanke, stell dir die Frage, ist das meins? Punkt 9 heißt, was, wenn nichts an mir falsch wäre? Das ist ein ganz guter, ganz allgemeiner Satz, den du dir eigentlich in jeder Problemsituation sagen kannst. Zum Beispiel bei allen möglichen Varianten von Selbstabwertung, von Schuldgefühlen, Schamgefühlen, von Reue, hätte, Fahrradkette ersetzen und so weiter. Also zum Beispiel, wenn du jetzt dieses Video geguckt hast und stellst dann fest, verdammt, ich kann meine Grübelgedanken nicht stoppen, das klappt bei mir nicht. Ich weiß das ja jetzt alles, aber ich kriege das doch nicht umgesetzt und ich dachte, ich hätte meine Depression schon überwunden, mir ging es doch schon mal viel besser, jetzt hänge ich wieder im Loch und so weiter. Bei solchen Gedanken frage dich, was, wenn nichts daran falsch wäre? Was, wenn nichts an mir falsch wäre? Was, wenn ich jetzt einfach nur ein Programm laufen habe, auf einem Weg bin, der aufs und abs hat? Was wäre, wenn alles nach Plan läuft? Das ist auch immer meine Lieblingsfrage. Was wäre, wenn alles nach Plan läuft? Und was wäre, wenn nichts falsch an dem ist, was hier gerade passiert? Weil es letzten Endes einen guten Sinn hat und am Ende gut sein wird für mich und für uns alle. Und der 10. Satz heißt, raus aus dem Drama, rein in den Körper. Ja, raus aus dem Kopf, aus dem Drama hier oben, runter mit deiner Aufmerksamkeit, rein in den Körper.
Also das ist auch noch eine Variante. Wenn es dir nicht gelingt, deine Gedanken zu unterbrechen und etwas Neues stattdessen zu denken, dann probier doch mal aus, gar nicht mehr zu denken. Und das schaffst du, indem du dich auf deine reinen Körperempfindungen konzentrierst. Weil der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Der Körper macht kein Gedankendrama, sondern der macht Empfindungen, die mit Emotionen und mit Gedanken irgendwie einhergehen. Also lenk dich ab von deinem Drama rein in den Körper. Das geht gut bei diesen typischen sich wiederholenden Grübelschleifen. Das geht aber auch in so Triggersituationen, wenn dein Schmerzkörper getriggert wurde. Sagen wir mal, dein Ego wurde gerade angekratzt, weil irgendjemand irgendwas Beleidigendes oder so gesagt hat. Dann gibt das ja oft eine Körperreaktion. Zieht es dir irgendwie durch den Bauch oder du kriegst keine Luft oder es wird hier eng und da Druck auf der Brust oder der Nacken geht in so eine Schutzhaltung oder was auch immer. Der Körper reagiert in Triggersituationen. Und wenn du das Drama hier oben nicht willst, weil du das alles schon kennst und alles nicht mehr neu ist und alles nicht mehr hilfreich, dann geh in deinen Körper. Benenne das. Du kannst dabei klopfen, das ist immer hilfreich. Aber wenn das gerade nicht geht, einfach spüren, benennen, zulassen. Interessant. Mal wieder Satz 1. Interessant. Mein Hals wird geradezu. Aha, okay. Aha, mein Ego hat gerade reagiert. Das ist ja interessant. Da ist ein Gefühl von gekränkt sein. So, ja, also das hängt ein bisschen auch mit dem ersten Satz zusammen, dass du in eine neutrale Beobachterposition kommst. Oder wo das auch gut funktioniert, ist bei Angst. Also bei Panikattacken. Wenn ganz plötzlich irgendeine Angst in dir hochkommt, geh sofort mit deiner Aufmerksamkeit in den Körper. Nur spüren und wahrnehmen, was der Körper da tut. Weil wenn du mit deiner Aufmerksamkeit hier oben im Drama bist, dann schaukelt es sich hoch und dann geht diese Angstspirale los. Ja, also was ist mit mir? Kriege ich jetzt einen Herzinfarkt? Diese ganzen Gedanken, muss ich jetzt sterben? Ne, Gedanken, die einem während einer Panikattacke so kommen, lass die gar nicht erst zu. Lenk dich ab, indem du deinen Körper dabei beobachtest, wie er einfach eine Angstreaktion zeigt. Das ist was ganz Normales, dass die Hände schwitzig werden, der Puls geht hoch, die Atmung geht schneller, das Herz pocht. Ja, wenn du solche körperlichen Empfindungen hast, das ist was ganz Normales. Dann weißt du, ah, mein Körpersystem funktioniert, mein Alarmsystem funktioniert. Wunderbar. Ist nur ein bisschen fehlgeleitet, weil die Panikattacke keinen echten Hintergrund hat. Aber prinzipiell funktioniert dein Körper. Und mit der Gewissheit kannst du einfach das beobachten. Interessant. Meine Hände werden gerade schwitzig. Aha, okay. Mein Herz klopft. Hallo Herz, danke, dass du für mich klopfst. Ja, also wenn du mit so einer Haltung aus dem Drama rausgehst in deinen Körper rein, dann kannst du vielleicht die Angstschwelle ein bisschen drücken, ein bisschen senken, dass du nicht in diese Spirale kommst und direkt auf 180 bist. Okay, vielleicht fallen dir noch mehr Sätze ein. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du noch mehr Ideen hast oder ob du vielleicht schon Erfolgsrezepte hast, die bei dir gut funktionieren, was du gegen Grübelgedanken tun kannst. Ich finde es ja immer super, wenn ihr euch austauscht, unten im Kommentarfeld. Und schau dir auch sehr gerne noch mal das andere Video an. Ich werde das noch mal verlinken. Das mit den ersten 10 Grübelsätzen, das ist schon 2 Jahre alt, das Video, aber ich glaube, es ist immer noch aktuell und hilfreich. Und jetzt darfst du gerne noch ein dickes, fettes Like setzen, meinen Kanal abonnieren, teilen, was das Zeug hält. Da würde ich mich sehr freuen. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.